Mein Name ist Amma Bangura. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus Telemeleguinea, das liegt in Westafrika. Ich bin da geboren und aufgewachsen und ich komme nicht aus einer wohlhabenden Familie. Meine Familie ist nicht reich, ist nicht arm. Mein Vater kann uns aber natürlich, konnte uns das Notwendige fürs Leben leisten. Er hat gearbeitet, hat unterrichtet und zuletzt ist er dann Bürgermeister geworden in meiner Vaterstadt. Und ich bin selber in die Schule gegangen und in der Uni habe ich Mathe studiert und er konnte mir das alles finanzieren. Und meine Kindheit war halt gut. Ich persönlich fand meine Kindheit ganz gut. Und ich habe es auch eine sehr gute Kindheit genossen. Und im Vergleich von anderen Kindern bin ich als Gott dankbar, dass ich eine gute Kindheit genießen konnte. Und ich bin in der Uni gewesen, habe in der Hauptstadt Mathe studiert und dann bin ich Christ geworden. Ich war vorher Muslim und habe dann durch die Bibellese zum Christentum gekommen. Und dann gab es hinterher Ärger in der Familie. Von meinem Vater wurde ich aus dem Uni rausgeschmissen, hatte dann Hausarrest, gab es ein bisschen auch Körperverletzung. Und dann hatte ich Kontakt zu christlichen, also zu deutschen evangelischen Evangelisten, die in meiner Heimat damals lebten. Und sie haben mir natürlich geholfen und bin ich dann nach Deutschland geflüchtet. Sie haben alles organisiert und bin ich dann nach Deutschland geflüchtet. Hier angekommen, das war im 2. Oktober 2011 war das. Habe dann Asyl beantragt in Dortmund und von Dortmund bin ich dann nach Hema in einem Heim untergebracht worden und von da bin ich dann, war ich in Hörstel, das liegt zwischen Ibbenbüren und Rheine, da habe ich 8 Monate verbracht und nach ungefähr 8 bis 9 Monate wurde ich anerkannt und durfte dann halt in Deutschland bleiben und eine Ausbildung machen. Und ich habe eine Ausbildung zur Gesundheit und Krankenpflege gemacht. Aber direkt nach meiner Anerkennung bin ich in Osnabrück umgezogen, habe meine Wohnung gefunden und einen Ausbildungsplatz zur Gesundheit und Krankenpflege, habe dann angefangen als Schülerin. Habe dann die Ausbildung fertig gemacht, das staatliche Examen geschafft und arbeite jetzt im Klinikum Osnabrück seit Oktober letztes Jahr als Examinierte. Und das Leben hier in Deutschland finde ich auch gut und interessant. Wenn man will, gibt es viele Möglichkeiten, man hat viele Chancen. Wenn man die Wille hat, kann man auch was hier für sein Leben schaffen. Und muss man nur die Motivation haben, viele Türen sind für jeder offen. Und ich finde Deutschland gut. Ich fühle mich auch hier wie zu Hause. Es ist meine zweite Heimat. Ich habe jetzt einen befristeten Aufenthaltstitel und es läuft wirklich alles gut und perfekt. Und ich fühle mich halt hier sehr wohl. Du hast gesagt, dass du anders als andere Kinder eine schöne Kindheit hast. Kannst du mal die Situation in Guinea so ein bisschen allgemein schildern? Das klingt so, als ob andere Kinder nicht so eine schöne Kindheit dort haben. Oder ist das ein Fehlschluss?
Ja, Guinea ist halt ein unentwickeltes Land. Es gibt verschiedene Familien, die da leben. Es gibt reiche, arme, aber auch nicht reich und nicht arme Familie. Und ich gehörte zu denen, nicht reich, nicht arm. Und es gibt aber im Gegensatz von diesen reichen Familien auch arme Familien, die Kindern, die nicht in die Schule gehen können, weil die Eltern also das nicht finanzieren können, sich das nicht finanziell leisten können. Und ja, mein Vater selber hatte ein paar Kinder geholfen. Zum Beispiel Unterlagen für die Schule gekauft und aber ich konnte in eine Privatschule gehen, weil mein Vater das also sich leisten kann. Und in Guinea gibt es auch viele arme, also viele arme Menschen, arme Familien. Und nicht jeder kann in die Schule gehen, obwohl die Eltern wollen natürlich ihre Kinder in die Schule schicken, aber sie können sich das finanziell nicht leisten. Daran liegt auch das Problem. Und wie war das Verhältnis zu deinem Vater? Also mein Verhältnis zu meinem Vater war eigentlich ja ganz gut. Ich bin die Älteste und mein Vater liebt mich wirklich sehr. Das sagt er selber. Ich bin seine geliebte Tochter. Er liebt mich sehr und er hat auch seine Liebe auch dadurch gezeigt und hat mich also in allen Sachen unterstützt. Hat mich in die Schule geschickt, im Uni hat er mir auch unterstützt und viele Wünsche einfach also erfüllt und ich konnte eine gute Kindheit genießen und weil er das auch möchte, weil es gibt viele Eltern, sie sind wohlhabend, aber mögen nicht ihre Kinder oder unterstützen nicht gerne. Aber mit meinem Vater war auch natürlich ganz anders. Ich hatte auch eine Beziehung. Ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Trotzdem kam es irgendwie dann dazu, dass ihr euch gestritten habt und so weit, dass du sogar aus dem Land geflohen bist. Kannst du das mal, das kannst du gerne ganz im Detail schildern, die Geschichte. Ja, es war so, nach der Uni musste ich in der Hauptstadt Mathe studieren und habe da eine Unterkunft in einer Kapelle von Christen, in einer Kapelle bekommen. Und da bin ich geblieben und nach ein paar Monate später, durch die Bibellese, bin ich dann Christ geworden. Und ein Jahr habe ich diesen Glauben versteckt, habe niemandem aus meiner Familie davon erzählt. Und irgendwann habe ich durch eine Prophezeiung in der Gemeinde habe ich dann die Familie erzählt, dass ich schon Christ geworden bin, dass ich meinen Glauben gewechselt habe. Und dann war mein Vater sehr angegriffen durch diese Nachricht, war dann sauer und er wollte das nicht mehr. Meistens in den muslimischen Familien, die Kinder sind automatisch auch Muslim und dürfen dann nicht die Religion wechseln. Und sobald sie das tun, dann ist es natürlich Ärger in der Familie. Aber mein Vater, der war natürlich sauer und auch sehr enttäuscht von mir, weil er das nicht von mir überhaupt erwartet hatte. Er hat erwartet, dass ich mich auf dem Uni konzentriere, auf mein Studium, nicht um eine Religion. Und das habe ich nicht getan, sondern die Religion gewechselt. Er war tief enttäuscht von mir. Und ja, er wollte aber mir einfach weiter studieren lassen. Er hatte aber stand unter Druck von der Familie, von seinen Brüdern und Geschwistern. Und dann hat er ja mir aus dem Uni geholt und
bin ich dann mit ihm zusammen in Telemele. Das ist in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und dann hat er mich hingebracht. Ich wollte nicht hingehen, aber ich musste mit ihm hingehen. Und da gibt es keine Uni, nur Gymnasium. Und ich musste halt in der Uni. So ist mein Studium dann abgebrochen. Und dann war die Beziehung nicht mehr wie früher, weil er hat immer dann versucht, mich halt im Islam zurückzubringen, indem er Gespräche mit mir führt am Anfang und dann Bücher, also Bücher durch Bücher, die halt eine Debatte über Islam und Christentum sagt, da hat er die solche Bücher einfach gekauft und mir gegeben, damit ich das lese, weil er meinte, ich bin nicht von alleine Christ geworden, sondern ich wurde davon überredet. Und aber das habe ich trotzdem nicht akzeptiert. Ich habe ihm gesagt, ich bin davon überzeugt und ich will nicht wechseln. Da war die Beziehung zwischen uns beiden nicht mehr gesund, war nicht mehr gesund wie vorher. Und ja, bis ich dann geflüchtet bin, gab es also Körperverletzung, Beleidigung und dann war ich auch sehr tief enttäuscht von ihm, weil ich erwartete nicht, dass er sich so mir gegenüber verhält. Aber letzten Endes haben wir uns versöhnt seit ein paar Monaten und wir arbeiten noch an der Beziehung dran, bis es ja besser wird wie vorher. Und ich hoffe, dass es besser wird. Ich setze mich mal gerade direkt hier in die Kamera, weil ich irgendwie so schief gucke gerade. Vermisst du deinen Vater? Ja, ich vermisse meinen Vater, meine Brüder und meine Mutter. Ich vermisse die sehr und ich würde auch gerne die besuchen. Sobald ich Urlaub habe, würde ich die auch gerne in meiner Heimat besuchen. Ja, und wir telefonieren aber auch regelmäßig. Bei Facebook schreiben wir, ich rufe, wir telefonieren. Bei Skype, wir sehen uns, wir sind alle groß geworden. Es hat sich da viel also verändert. Sie wollen auch, dass ich also zum Besuch komme. Sie sagen jedes Mal, wann Schwester, wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder uns besuchen? Ich habe schon viel Heimweh. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als du die Entscheidung getroffen hast zu fliehen, da gab es für dich nur diese eine Möglichkeit oder gab es noch Alternativen? Oder wie kannst du dich beschreiben, wie du dich gefühlt hast zu dem Zeitpunkt? Also, ich fühlte mich damals von meiner Familie aufgrund meiner Konversion zum Christentum also unterdrückt. Und aber es war halt es gab viele andere Möglichkeiten. Ich konnte auch natürlich in Afrika bleiben, in einer he anderen Heimat in Afrika bleiben. Aber die Gefahr war so groß, dass sie mich wiederfinden oder dass sie von mir hören. Also ich stamme aus einer Volksgruppe, die sehr in Westafrika bekannt ist und sie sind auch fast überall in der Welt. Und wenn ich in Afrika geblieben wäre, hätten sie mir wahrscheinlich also gefunden, weil direkt nach meiner Flucht haben sie mich gesucht und lange gesucht, in der Hoffnung, dass sie mich finden. Und ich gehe davon aus, wenn ich in Guinea geblieben wäre, hätten sie mich eventuell gefunden, wahrscheinlich, hochwahrscheinlich. Und dann, das war die erste Idee, was die anderen vorgeschlagen hätte, dass ich in Guinea also in Afrika bleibe, irgendwo in einer Heimat, in einem anderen Land. Aber dann hatten sie Angst, dass sie mich wiederfinden und dann kam dann Deutschland also in Frage. Und auch hier hatte ich keinen Kontakt zu meinen Landsleuten. Ich habe jeden Kontakt vermieden, weil ich Angst hätte, dass sie direkt an meinen Familien weitergeben, dass ich mich hier in Deutschland befinde.
Hier in Deutschland hatte man auch mehr Sicherheit als in meiner Heimat. Da hat man natürlich, gibt es Religionsfreiheit, darf man die Religion wechseln, man hat kein Problem mit der Regierung damit, aber mit den Familien. Und die Regierung, die können auch nicht, die können dich nicht beschützen. Gegen deine Familie können dich nicht beschützen. Aber hier ist es möglich, dass man also in Sicherheit bleibt ja, man hat ist in Sicherheit und deswegen war Deutschland in Frage. Was war deine Familie? Was wäre denn passiert, wenn sie dich gefunden hätten? Also ich weiß selber nicht, was passieren wäre, aber ich vermute, sie waren damals sauer. Und vielleicht hätten, aber ich glaube nicht, dass sie mir was Böses getan hätten. Sie sind meine Familie, sie lieben mich, aber trotzdem hat man Angst, weil es gab schon Körperverletzungen. Nicht, dass es nur eine wiederholte Körperverletzung gäbe. Und ich danke schon Gott, dass sie mich nicht gefunden haben. Und jetzt sind die Tensionen alles zurück. Sie sind nicht sauer, haben sie mir selber gesagt, sie sind nicht sauer. Aber ich kenne schon meinen Vater, der vielleicht, es wäre schon eine zweite Körperverletzung möglich oder ein Hausarrest, so dass ich keine Möglichkeit hätte, mich noch zum zweiten Mal zu flüchten, weil er hätte noch die Bedingungen noch strenger gemacht. Und ja. Was war das denn für eine Körperverletzung? Was hat dein Vater? Also geschlagen, so. Geschlagen, gebunden, die Hände, die Arme und Füße. Aber das hat er alles gemacht, weil er hatte versucht, mich in anderen Wegen zu überzeugen. Und ich wollte es trotzdem nicht. Und er war nur unterdrückt, von den anderen unterdrückt. Und er dachte, das wäre dann die einzige Möglichkeit, mich vom Christentum zum Islam zurückzuführen. Er dachte, das wäre die einzige Möglichkeit. Oh, ja, aber das war nicht. Wie habt ihr euch jetzt wieder versöhnt? Wie ging das? Als ich geflüchtet bin, hatte ich keinen Kontakt mehr. Hatte ich keine Telefonnummer, nichts von meiner Familie. Außer die Fotos und die Erinnerungen, die ich im Kopf von denen hatte. Aber eben durch Facebook habe ich meine Tante, gesehen und habe ihr geschrieben und nach den Telefonnummer von meinem Vater gefragt. Sie hat mir gegeben und dann habe ich meinen Vater angerufen und wir haben telefoniert. Anfang wollte er nicht, als ich ihn angerufen habe, er hat nur geklingelt. Ich weiß nicht, ist er nicht rangegangen. Und dann habe ich hinterher festgestellt, dass es die falsche Nummer war. Und habe ich meinen Onkel wieder in Facebook gefunden und ihn über die Telefonnummer von meiner Mutter gefragt. Und der hat er mir gegeben. Ich habe meine Mutter angerufen, wir haben telefoniert. Und ich habe ihr gesagt, dass sie den Telefon an meinem Vater weitergeben soll, damit wir reden. Und mein Vater wollte aber nicht mit mir reden, weil der war noch sauer, war immer noch sauer. Aber andererseits war er natürlich froh, dass ich am Leben bin, dass ich mich wieder gemeldet habe. Aber einerseits war er auch etwas sauer und wollte nicht mit mir reden. Und meine Mutter hat ihm überredet, Tagen, Wochen, dann hat er akzeptiert, mit mir zu reden. Und jetzt reden wir und kommunizieren ganz gut. Und jetzt, ich sage nicht, dass alles vergessen ist, aber wie reden, wie kommunizieren. Und es läuft alles wieder im Laufe der Zeit. Kannst du einmal versuchen, das Gefühl zu beschreiben, wie es jetzt wäre,
Wenn dein Vater hier vor dir sitzen würde, was würdest du ihm sagen? Also, ich würde ihm nochmal natürlich in Detail erklären, warum ich also geflüchtet bin, warum ich die Religion gewechselt habe, ist nicht um ihn halt zu eingreifen, sondern es ist eine persönliche Sache, er muss verstehen halt, dass jeder Mensch diese Freiheit hat, seine Religion zu wechseln, seine Religion auszuwählen und dass er die anderen, dass er das auch akzeptieren muss. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gegen ihn bin oder weil ich ihn also in seiner muslimische Umgebung also bloßstellen möchte, sondern ich liebe ihn, ich würde ihn erklären, warum ich das überhaupt gemacht habe, dass ich ihn lieb habe und dass ich dass ich möchte, dass alles wieder gut ist, wie es war. Und der wird das auch verstehen. Er wird das auch verstehen. Bist du dir da sicher? Ich meine, es hat so weit geführt. Er war so sauer, dass du die wirklich krasse Entscheidung getroffen hast, zu fliehen. Und du meinst, er würde jetzt sagen, es ist alles okay, ich kann das akzeptieren. Glaubst du das? Ich glaube schon, dass er verzeiht, dass er mir verzeiht und dass er das akzeptiert. Ich sage aber nicht, dass er das sofort akzeptiert, sondern im Laufe der Zeit wird er schon akzeptieren, weil am Anfang wollte er überhaupt keinen Kontakt zu mir, wollte mit mir am Telefon nicht reden. Aber als meine Mutter ihn überredet hat, hat er akzeptiert, mit mir zu reden. Und jetzt reden wir. Natürlich, er ruft mich nicht, aber wenn ich rufe, geht er immer dran und wir telefonieren. Er liegt auch vielleicht daran, dass er auch Bürgermeister ist und viel zu tun hat, wenig Zeit hat und viel arbeitet. Aber ich glaube schon, weil er mich liebt, wird er verzeihen, weil die Liebe verzeiht. Du hast vorhin von einer Volksgruppe erzählt, einem Volksstamm, dem du zugehörst. Kannst du einmal erzählen, wie der Stamm heißt und was euch Fulbe. so besonders macht? Genau, Das jetzt das. nochmal, genau, einmal kurz warten und dann anfangen, damit es, meine Stimme nicht auf der Kamera ist. Und die Volksgruppe heißt Fulbe oder in meiner Muttersprache Peul. Auf Französisch sagt man Peul. In Pula sagt man Fulbe. Sie sind meistens in Guinea. Sie sind meistens in Guinea und man findet die fast überall in Westafrika. Und sie sind auch fast alle Muslim. Sie sind Muslim. Und wenn ich sogar niemand hier in Deutschland sage, dass ich Christ bin, sie sind ein bisschen überrascht, sozusagen zu sehen, eine Fulbe, der Christ ist, weil die Fulbe sind also Muslim bekannt. Und sie sind aber auch viel. Das sind eine sehr große Volksgruppe in Guinea, meine Heimat. Ich bin eine Mischung davon. Mein Vater selber ist eine Susu, ist keine richtige Fulbe, aber seine Mutter ist eine Fulbe. Und meine Mutter ist eine richtige Fulbe. Also ich bin in einer Mischung von beiden. Ist das ein häufiger Grund, dass Fulbe fliehen? Oder also ich kenne tatsächlich auch mehrere, also Fatoumata ist ja auch Fulbe, richtig? Fatoumata ist Malinke. Ah, okay, Entschuldigung. Aber den Namen Fulbe habe ich auf jeden Fall schon häufiger gehört. Gibt es viele Fulbe, die fliehen und wenn ja, aus welchem Grund? Ich kenne nicht viele. Persönlich kenne ich nicht viele. Aber als ich in Guinea war,
wusste ich nicht davon, dass sie fliehen. Es gibt wenige, die Christen werden und verfolgt werden. Aber zurzeit kenne ich schon eine, die Christ geworden ist, und seine Familie haben ihn zum Schwanz heiraten gezwungen und hat ein Kind bekommen. Und sie ist jetzt von ihrem Mann getrennt und sie sind im Justiz, die Familie, sein Mann und ihr, wegen seinem Glauben, weil sie wollen, dass sie zurückkehrt und sie will nicht. Und sie ist noch in Guinea und leidet noch da. Und einerseits, dass sie fliegen, ist es wegen ihrer Religion. Sobald sie das wechseln, sie werden angegriffen, körperlich, aber auch emotional angegriffen wegen dem Glauben. Und andererseits fliegen sie wegen Probleme in der Familie. Aber was ich meistens kenne, sobald sie Christ werden, das Islam verlassen, werden sie angegriffen, werden sie körperlich angegriffen. Ja, das ist nicht wie hier in Deutschland. Die Frauen haben eine untergeordnete Rolle. Ist ganz anders als hier in Deutschland. Der Mann ist der Oberhaupt in der Familie. Und hat die Verantwortung über die Familie, und die Frau muss halt sich, also ihn unterordnen. Und aber das ändert sich viel. In letzter Zeit hat sich viel geändert durch die Schulung, dass die Frauen in der Schule gehen, studieren. Aber dass die Religion, die Religion sagt es auch so, dass die Frauen sich an ihrem Mann unterordnen sollen, weil sie sind auch Muslim. Es geht nicht nur um die Schule oder ob man alphabetisch ist oder nicht. Es geht ein Stück auch um Religion, um auch Respekt vor. Dadurch zeigen sie Respekt auch durch ihren Männern. Aber man kann auch natürlich, da ist es ein schwieriges Thema, sozusagen, weil ich habe nicht so viele Erfahrungen damit. Meine Mutter unterordnet sich meinem Mann auch, aber mein Vater respektiert sie wirklich auch sehr. Sie reden miteinander. Und treffen eine Entscheidung. Mein Vater sagt ihr nicht, du musst das tun, und dann tut sie, sie reden darüber. Sie verweigert nicht, sie sagt nicht, sie lehnt nicht ab oder sie verneint nicht, aber sie reden, die diskutieren. Und mein Vater, der hat auch natürlich studiert, der versteht, und der ist nicht nur an Tradition und Religion gebunden, sondern er versteht auch und sie entscheiden alle beide in allem, was sie tun. Aber in anderen Familien ist das nicht so. Vor allen Dingen die Familien, die tief in der Religion oder in Tradition verankert sind, da leiden die Frauen wirklich sehr darunter. Der Mann muss sagen, was getan wird, und die Frau muss nur gehorchen. Es ist ganz anders in Deutschland. Aber im Vergleich von 50 Jahren, natürlich hat sich viel geändert. Also ich bin zum Christentum gekommen. Also wie ich schon gesagt habe, durch die Bibel lese, aber auch durch dem Verhalten von den damaligen Christen, wo ich wohnte, in der Kapelle. Sie waren mit voller Freude erfüllt, sicher von sich und sicher, dass sie mit Gott sind. Und sie waren wirklich fröhlich und haben von Freude, sie strahlten von Freude. Und sie
sie hatten eine Beziehung. Ihre Beziehung zueinander war wirklich ganz besonders und merkwürdig. Und das hatte ich schon also wahrgenommen, als ich da kam. Und dann durch die Bibel lese, habe ich, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich eine tiefe Freude in meiner Seele gefühlt. Und diese Freude, sie ist ganz, ganz besonders. Die Freude kann wirklich, kann nicht von Geld kommen, kann nicht von, von Menschen kommen. Das ist eine sehr besondere, tiefe Freude, die nur von Gott kommen kann. Das kann die Welt nicht geben, das kann Geld nicht geben, das kommt wirklich nur von Gott. Und diese tiefe Friede und Freude habe ich einfach experimentiert, während ich die Bibel gelesen habe. Und das war für mich ganz, ganz Neues. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist, was ich suche, das ist, was ich möchte, und ich will diesen Weg halt folgen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem islamischen Gott und dem christlichen Gott? Das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob ich das also sagen kann, weil viele werden davon vielleicht angegriffen, wenn ich das, also diese Unterschied sage. Aber ich möchte niemanden angreifen, niemanden also sauer machen. Oh, niemanden soll auch auf mich sauer oder bitter sein oder zornig. Ich will nur einfach mein Experiment erzählen, was ich also damals experimentiert habe. Vielleicht anderen, die Muslim sind, sagen, als sie Muslim, also im Islam haben sie Freude und Friede. Wie sie sagen, das ist eine Religion der Friede oder der Freude, der Friede. Aber damals, als ich Muslim war, fehlte mich diese Friede, die ich im Christentum experimentiert habe, diese tiefe Freude, seelische Freude. Und ich hatte auch nicht die Sicherheit. Es ging bei mir immer die Sicherheit, nach dem Tod bei Gott zu sein. Bei Gott zu sein, das ewige Leben zu haben. Und als ich Muslim war, kann mir auch keiner also sagen, dass ich diese ewige Leben haben kann. Nur durch halt sozusagen, wie sie immer sagen, durch meine Taten, durch meine guten Taten. Und als Mensch, ja, ich kann nicht durch meine guten Taten das ewige Leben von Gottes also verdienen. Das ist irgendwas, was man nicht vergleichen kann. Das ewige Leben von Gott kriegt man durch Gnade, nicht durch meine gute Werke. Und als ich dann im Christentum war, oder ich bin immer noch, und da habe ich die Sicherheit, dass ich das ewige Leben durch Christus habe und dass ich nicht, was ich verdient habe durch meine eigenen Kräfte, durch meine eigenen guten Taten, sondern eine Gnade, was ich von Gott erhalten habe. Und die Gnade gibt er jeder, der an ihm auch glaubt. Und das ist der große Unterschied, was ich also experimentiert habe. Vaterfigur? Ist er wie ein Vater? Ja, der ist ein Vater. Er ist nicht nur mein Gott, der ist auch mein Vater. Der ist auch mein Vater, mein Gott, der immer da ist, der ich vertrauen kann, der ich alles erzählen kann. Auch wenn, was ich meine beste Freundin nicht erzählen kann, kann ich ihnen alles erzählen.
Der hat immer Zeit für mich und ich darf jedes Mal zu ihm kommen, vor deinem Thron kommen und ihm sagen, was ich im Tiefen meiner Seele fühle. Und der hört mir immer zu, weil er Zeit für mich hat. Er sagt nie, Amma, jetzt habe ich nicht Zeit, ich höre die andere, meine andere Tochter oder mein anderer Sohn, komm später. Weil wenn manchmal man will die Leuten was erzählen, wenn man vielleicht ein Erlebnis hat, aber manche Menschen haben keine Zeit. Aber wenn man zu Gott kommt, der hat immer Zeit zur Verfügung für jeder und der hört ganz zu, was man erzählt und er lässt mich halt reden und er hört zu. Und ich fühle mich bei ihm, finde Geborgenheit bei ihm und Friede und Freude und Sicherheit. War Gott also in dem Moment, als du dich für die Flucht entschieden hast, war er stärker als dein Vater, oder? Ja, weil ich sage, das alles haben wir durch, also mit Hoffnung, mit Glaube gemacht. Und Gott war auch mit uns und wir hatten das alles also geplant und meine Familie konnte davon nichts ahnen. Ist alles so passiert, dass meine Familie davon nichts ahnen konnte und es hat alles bis zuletzt geklappt. Und sie haben nur hinterher gefahren, dass ich weggeflogen bin. Und ich kann nur sagen, dass Gottes Hand dahinter steckte. Und er hat auch natürlich Kraft geschenkt während diesen 6-monatigen schwierigen Zeiten, die ich da verbracht habe. Ja. Wer waren denn die Menschen, die dir bei der Flucht geholfen haben? Das war Christen, Pfarrer, Pastoren. Es war 2 Pastoren und ein Fahrer. Sie hatten einen Fahrer mitgebracht und 2 Pastoren aus der Kapelle, wo ich war, die haben geholfen. Die sind gekommen in meiner Stadt, in Telemele, mit dem Auto, haben sie mich abgeholt und wir hatten einen Treffpunkt. Und bin ich dahin gewesen und bin ich im Auto gestiegen und auf dem Schoß von dem Fahrer lag ich 6 Stunden, bis wir in Dubrica angekommen sind. Das ist in einer anderen Stadt. Und da bin ich halt so ungefähr 4, 5 Monate geblieben, bis alles soweit für mein Visum fertig war. Ja. Wie ging es dann weiter? Und dann war es so, bin ich da geblieben, bis alles fertig war. Dann bin ich halt mit dem Flugzeug hier in Deutschland angekommen und wurde halt untergebracht bei Christen, untergebracht 3 Wochen und dann habe ich direkt Asyl beantragt. Und wie ich schon am Anfang erzählt habe, bin ich dann aber Asyl in Dortmund beantragt, von Dortmund nach Hemmer und von Hemmer nach Horstel. Und da bin ich halt 9 Monate geblieben und dann wurde anerkannt. Und dann durfte ich halt eine Ausbildung machen, wohnen, wo ich wollte. Und jetzt habe ich einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Wenn Gott will, dieses Jahr werde ich noch den Einbürgerungstest machen und die deutsche Nationalität erhalten. Okay, ich würde, glaube ich, gerne gerade noch mal ein bisschen über Religion sprechen. Mhm. Ist das evangelisch reformiert, evangelisch-lutherisch? Evangelisch-Freikirche Gemeinde. Wie ist das hier in Deutschland? Du praktizierst wahrscheinlich weiter dein Ja. Wie machst du das? Also ich praktiziere immer noch meine Religion, meine Glaube, weil Christentum ist keine Religion, für mich ist ein Leben, meine Glaube. Und ich gehe in die Gemeinde, gehe in die Andreasgemeinde, auf den Hauswimmernsweg
Und ja, ich gehe jeden Sonntag, wenn ich kann. Ich bin eine Examinierte. Ich arbeite auch also im Krankenhaus, auch am Wochenende, auch am Sonntag muss man arbeiten. Und wenn man am Sonntag, wenn ich am Sonntag arbeite, dann kann ich auch nicht in die Gemeinde gehen. Aber sobald ich kann, gehe ich in die Geme in meine Gemeinde oder gehe anderen Gemeinden auch besuchen. Und gehe auch vor allen Dingen anderen Gemeinden besuchen, anderen Christen besuchen, anderen Christen noch kennenlernen. Und ja, und ich lebe weiterhin mit meinem Glauben, mit meinem Gott in meinem Herzen. Und ja. War es für dich einfach, durch deinen Glauben neue Bekanntschaften in Deutschland zu schließen, neue Menschen kennenzulernen? Ja, das für mich war auch, ja, war durch meine Glaube einfach, weil als ich kam, wurde ich in eine deutsche christliche Familie empfangen und dann bin ich, gemeinsam sind wir in einer die Gemeinde gewesen und da wurde ich vorgestellt und da ja, kannte schon, habe schon da sofort, durfte schon sofort viele Menschen da kennenlernen und sie haben mich auch in ihrer Freundschaft, in ihrer bekannten Freundeskreis vorgestellt. Und ich habe auch dadurch viele Leute also kennengelernt, wenn man in die Kirche geht, in die Gemeinde geht, da sind viele Menschen, man lernt sich auch einander kennen, viel kennen. Und draußen ist es halt in Deutschland schwierig, die Menschen kennenzulernen oder eine also richtige Freunde zu haben, weil draußen halt du es ist schwierig, man bekommt keine Gelegenheit halt jemanden kennenzulernen. Vielleicht in der Schule, in bestimmten Orten, wo man gemeinsam hingeht, da hat man eine Chance, Freunde zu finden. Aber so draußen ist es schwierig, weil es ist schwierig, die Leute dann so anzusprechen. Sobald du jemanden ansprichst, ja, ich kenne dich nicht, hast du eine Frage oder ja, wenn du eine Frage hast, kann ich die beantworten. Aber sozusagen, ich gehe jetzt draußen, um Freunde zu finden, ist es hier in Deutschland, glaube ich, eher schwierig. Freunde zu finden. In Guinea anders? Ist es ja, ist es auch ein bisschen, ist in Guinea anders. Ich finde, die Menschen sind ein bisschen geschlossen, bisschen geschlossen. Auch zueinander sind sie geschlossen. Also für mich in Guinea war wirklich sehr einfach, Freunde zu finden. Vielleicht weil ich nicht in eine große Stadt aufgewachsen bin, in einer kleinen Stadt, jeder kennt jeden. Und da war es schon einfach, Freunde zu finden. Aber ja, aber ich will keiner angreifen, ich will nur an so meine Wahrnehmung erzählen. Aber ich finde da die Leute etwas offener als hier, etwas offener als hier. Weil hier die Leute sind entweder bei der Arbeit, nach der Arbeit sind sie zu Hause, machen ihre Geschäften, sind meistens zusammen mit den Leuten, die sich kennen. Sie sind meistens zusammen. Ja, ist es auch, natürlich ist es auch schwierig, zu anderen zu kommen, aber ich glaube, hier die Deutschen mögen, wenn man zu denen, also sich an den anwendet. So habe ich häufig gemerkt, man kann, wenn man, sie mögen gerne, dass man zu denen geht. So, ja, halt zu sagen, sich vorstellt und ja, sucht, aber ist nicht immer auch einfach, diesen ersten Schritt zu machen, immer wieder nur zu den anderen zu gehen und wenn die nicht kommen, zu dir kommen. Und ja, die Beschäftigung, viele Leute sind auch hier beschäftigt, haben auch nicht viel Zeit, um halt neue Beziehungen aufzubauen, weil das alles dauert lange. Und wenn man nur am Arbeiten ist und hat man nicht viel Zeit, wirklich jemanden richtig kennenzulernen, das
kenne ich auch selber, seitdem ich arbeite. Ich gehe zur Arbeit, nach der Arbeit bin ich zu Hause erschöpft, brauchte Ruhe, muss mich erholen und habe wirklich dann wenig Zeit für Freunde. Und das kann ich auch völlig verstehen. Klingt, als besteht Deutschland nur aus arbeitenden Menschen. Nee, sie sind fleißige Menschen. Sie arbeiten gerne. Sie arbeiten gerne. Sie sind also fleißige Menschen. Ja. Es ist positiv gemeint. Ja. Okay. Ich schaue mal gerade. Ich habe noch, glaube ich, keine Frage von der Liste gestellt, aber ich glaube, ich fange jetzt mal an. Mhm. Vielleicht können wir dann jetzt doch nochmal zurückgehen nach Guinea. Mhm. Wie war denn die Situation in Guinea? Und naja, für dich ist es anders, aber was ist, ja, darüber haben wir schon gesprochen, aber was ist so das Schlimme in Guinea? Warum gibt es Gründe zu fliehen? Also Gründe zu fliehen, es gibt Leute, die sie fliehen aus verschiedenen Gründen. Manche wegen ihren Religion, manche ja, wegen Schwanzheiraten, manche ja, wegen Armut vielleicht, weil sie in Heimat ihr Leben nicht richtig aufbauen können, dann versuchen sie in ein anderes Land. Und manche wegen diesen Exzision fliehen sie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Gründe sozusagen, warum die Leute da fliehen. Aber als ich da war, ich hatte nicht so viel damit zu tun. Ich hatte nicht viel also solche Sachen erlebt. Bei meinen Freunden, mein Freundeskreis, meine Familie selber, keiner war im Ausland. Wir waren alle da in Guinea, sind alle da in Guinea geblieben. Aber die meistens gehen ja wegen halt, um ein besseres Leben in einer anderen Heimat zu suchen, wo sie die Hoffnung haben, dass sie da ihr Leben richtig aufbauen können und in der Armut rausgehen. Und aber anderen, um halt woanders hin zu studieren und dann zurück in ihre Heimat zu kehren, weil sie ein erhöhtes Level von Wissen haben möchten. Diese sogenannten Gründe, aber es gibt viele andere, auch verschiedene Gründe. Du hast die Zwangsheirat genannt. Gibt es das sehr häufig und kennst du jemanden, der zwangsverheiratet wurde? Im Kopf gerade kann ich nicht erwähnen, wer, aber das kommt auch häufig vor. Das kommt häufig vor. Als ich auch also in der Schule war, gab es eine von unseren Freundinnen, als sie groß war, sie ist sehr groß aufgewachsen und dann haben sie ihr zum Heiraten also gegeben an einem Mann und sie durfte nicht mehr weiter in die Schule gehen, obwohl sie das nicht mehr wollte. Und die Eltern sagen, wir haben einen Mann für dich gesucht und wir finden, dass er der Beste für dich ist. Du musst jetzt mit ihm heiraten. Hauptsache, er liebt dich, er kann sich gut um dich kümmern und du bleibst da. Das ist diesen Wahl. Du hast keine Wahl. Wir haben also einen Mann für dich ausgesucht. Du musst also mit ihm zusammen sein, zusammenleben. Mit ihm musst du deine Familie gründen. Und dann sagen sie, wir segnen dich. Sie sprechen dann viel Segen an den Tochtern. Oder manche machen auch natürlich unter Druck an ihren Tochtern, wenn sie nicht also
also heiraten, den Mann heiraten wollen, der ihren Eltern ausgewählt haben. Manche sagen, okay, ich akzeptiere, das sind meine Eltern, ich will den nicht da bloßstellen, ich will den nicht also in der weil es ist eine große Umgebung, einen kleinen Ort, wo jeder jedem kennt und sobald irgendwas passiert, dann wissen alle. Und manche haben Angst, dass sie wollen, also nicht ihr, sie wollen ihren Eltern gehorsam sein. Das ist das Problem. Und dann akzeptieren und heiraten den Mann, sind aber nicht also zufrieden, sind nicht glücklich. Leben und sagen, okay, ich mache es wegen meinen Eltern, ich mache es wegen meinen Eltern. Weil andere Eltern sagen, wenn du nicht, wenn du das nicht tust, was ich sage, dann werde ich dich nicht segnen, sondern das Gegenteil. Und aber anderen, die das nicht wollen, sie fliehen. Sie fliehen und finden andere Wege und gehen weg. Aber es gibt auch viele Familien, die zwingen nicht. Mein Vater, der hat mir immer erst gesagt, du heiratest den Mann, den du selber heiraten möchtest. Das ist deine Wahl, du musst das selber also wählen. Aber es gibt viele Eltern, die zwingen auch nicht. Die zwingen nicht. Von anderen, von allen in den großen Städten, die Eltern, die zwingen wirklich nicht. Aber manche zwingen. Es gibt aber immer noch diese Eltern, die noch zwingen. Und viele Mädchen leiden immer noch darunter, dass sie sogar mit, also minderjährig zum Hochzeit, also zum Heiraten gezwungen werden. Frühzeitig, sie sind nicht mal 18, unter 18. Es gibt ja immer noch. Ja. Wenn du an Guinea zurückdenkst, was macht dich traurig? Was macht mich traurig und ein bisschen wütend ist, dass ich mein Studium nicht beenden konnte. Und ich bin auch natürlich froh, dass ich hier bin. Aber hier ist auch natürlich gut. Aber ich würde mein Studium da weiterhin also beenden. Und wenn ich daran oder wenn ich zurückblicke, das macht mich etwas traurig und auch gleichzeitig etwas wütend wegen der Situation. Und was mir auch traurig macht, ist es natürlich die Eltern, die einfach diesen, also das nicht akzeptieren, ihren Kindern einfach nur in deren Auswahl zu lassen, wenn sie ausgewählt, also gewählt haben, das zu sein, was sie sein möchten, einfach dabei unterstützen oder einfach mit den Kindern, mit der betroffenen Person reden. Du bist der Eltern, du kannst mit ihm reden. Und wenn der nicht akzeptiert, dann ist es sein ist es so. Der ist, wenn man das Kind schon minderjährig ist, kann man verstehen. Aber wenn das Kind schon oder dein Kind schon volljährig ist und weiß, was er tut, was weiß er oder sie tut, dann ist es gut, mit ihm halt als Erwachsene zu reden und dann gemeinsam die Situation schildern und gucken, wo das Problem ist und versuchen vielleicht die Person zu überzeugen. Und wenn nicht, dann einfach, es ist die Entscheidung deines Kindes, dann musst du ihn einfach damit lassen und das akzeptieren. Es ist schwierig, aber einfach akzeptieren. Wie fühlt es sich an, in Deutschland zu leben? Also gut, also ja gut, aber auch nicht einfach. Also war für mich nicht einfach, als ich im Asyllandheim war.
Ich danke Gott, dass meine Verfahren sehr schnell ging und wurde schnell anerkannt und konnte dann etwas für mein Leben machen. Aber da war halt wirklich sehr schwierig und ich durfte in die Schule gehen, in eine Sprachschule gehen, eine Schu in der VHS, einen deutschen Kurs besuchen, aber das hatten sie, sie hatten erlaubt, aber die wollten das nicht für mich bezahlen, obwohl ich das möchte. Und ich konnte auch natürlich, hinterher konnte ich ein Praktikum machen. Konnte ich ein Praktikum machen, aber ich war so halt gebunden, ganz am einfach. Ich konnte die Sprache nicht. Ich konnte mich mit den anderen nicht einverständigen und ja, konnte dann ganz am Anfang nicht direkt in die Schule gehen, weil sie das nicht für mich finanzieren konnten, also wollten. Sie hatten gesagt, erst nach der Anerkennung, und das war für mich ein sehr langen Zeitraum. Ich wollte was machen und ja, und Anfang, heute fühle ich mich nicht natürlich allein, aber Anfang hatte ich mich allein gefühlt, als ich im Heim war. Ich hatte nicht meine Landsleute und wo ich untergebracht wurde, waren Leute, die natürlich aus verschiedenen Ländern, aber die Kommunikation war nicht wirklich tief. Wir konnten uns nicht wirklich richtig miteinander kommunizieren, weil wie alle damals kein Deutsch sprachen. Und ich fühlte mich wirklich damals ganz, ganz, ganz alleine und musste mal selber zu Hause Deutsch lernen und hatte natürlich Hilfe auch von den Christen erhalten, die freiwillig Kurse für mich, also die mir unterrichtet, Deutsch unterrichtet haben. Und ja, und was ich noch schwierig finde oder für mich war, eigentlich, ich genieße das Leben hier in Deutschland. Ich genieße das Leben hier in Deutschland. Ist es nur auch für mich schwierig? Ich habe eine Situation in den letzten Tagen erlebt und das hat mich ein bisschen schockiert. Und das, glaube, lebt man auch überall, wo man hingeht. Und ich hatte mein Auto geparkt und da kam ein Ehepaar. Ich habe sie gerufen. Ich wollte mal mein Hintermann, ich habe geparkt, mein Hintermann hatte sehr nah und eng zu meinem Auto geparkt. Ich konnte nicht, so dass ich nicht rückwärts fahren konnte. Und dann ein Ehepaar ist da vorbeigelaufen. Ich habe die zweimal gerufen. Sie haben zu mir zurückgeguckt, aber sie haben nicht reagiert. Sie haben verstanden, ich brauchte Hilfe. Sie haben selber geguckt, in welcher Situation ich mich befindete. Ich brauchte Hilfe. Ich wollte nur, dass sie gucken, wie ich rückwärts fahre, damit ich das Auto meinem Hintermann nicht also stoße oder kaputt mache. Aber sie haben nicht darauf reagiert. Aber was mir nur schockiert hat, sie sind 3 Schritte vorne, weiter nach vorne gelaufen und sind gestanden und haben geguckt, wie ich dann die Situation alleine mache. Und sie haben nicht geholfen. Und das hat mich so tief schockiert und sagt, nee, das warum wollen sie jetzt nur da stehen und gucken? Und wenn ich das andere Auto kaputt mache, dann rufen die Polizei oder was machen sie? Ich war sehr schockiert, aber Gott sei Dank habe ich das alleine geschafft. Und für mich war das wirklich sehr merkwürdig, weil wenn man helfen kann, warum hilft man nicht? Und das war für mich eine sehr schockierende Situation. Oder ich habe das auch einmal erlebt. Ich habe niemandem angerufen, also auf der Straße gerufen, weil ich etwas fragen wollte. Die Person hat nicht darauf reagiert, hat mich nur geguckt und ist dann weitergelaufen. Ich wollte aber etwas fragen. Das war in eine andere Stadt. Ich wollte eine Adresse suchen. Ich wusste auch nicht, wo ich lang soll. Und die Person hat nicht darauf reagiert. Und
solche Situationen, das ist für mich wirklich schwierig und auch gleichzeitig traurig. Wenn man helfen kann, warum will man nicht helfen? Und ja, solche kleine Schwierigkeiten trifft man manchmal auch hier. Also, aber im Gegensatz gibt es viele Menschen, die hilfsbereit sind. Sobald sie sehen, dass du in einer schwierigen Situation steckst, sie kommen und fragen, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Sie helfen. Die anderen, sobald du fragst, ja, na klar, sie helfen. Aber, ja. Was war der schlimmste Moment deines Lebens? Schlimmste Moment meines Lebens. Ja, also das ist meine Flucht gewesen. Also das Schwierigste, alles verlassen hinter sich, Familie, Freunde, Bekannte, alles was man hatte, verließ man da und muss dann sich auf dem Weg für ein anderes Land machen, wo man vielleicht eine oder zwei Personen da kennt oder gar keine und muss alles wieder von neu anfangen, Freunde kennenlernen, Beruf, alles und eine Heimat mit einem anderen Klima muss man wieder, also fast alles wieder von neu anfangen, wieder von neu bauen und das war für mich das Härteste, was ich in meinem Leben erlebt habe und aber ist es alles gut gegangen, weil man ist geflogen, dass man sagt, okay, ich hoffe, dass jeder Situation überstehe oder jede Situation klappt. Denn Flucht hat geklappt und dann kam ich nach Deutschland, ich war jetzt mit der Anerkennung konfrontiert und hat das überstanden und dann war eine Wohnung und dann hat man das überstanden, war die Ausbildung, man hat eine Ausbildung bekommen und dann war das Examen, das man schaffen musste. Und das hat man auch überstanden und die Stelle, musste man eine Stelle suchen. Und das ist, bis man da alles ankommt, wo man will, dauert schon lange und es ist auch schwierig, weil man ist ganz neu und fremd in dem Land und man kennt fast keiner und man muss die Sprache lernen. Alles wieder von vorne lernen, muss man auch mutig sein, um das alles zu schaffen. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Das ist das Schwierigste, ja, in meinem Leben. Und dadurch lernt man auch und wird auch reifer. Was war der schönste Moment in deinem Leben? Der schönste Moment, ist das schönste Moment, ist, wo ich Christ geworden bin und diese Freude bekommen habe. Und dann war für mich alles Neue. Alles, was ich sah, war wirklich alles Neue. Die Schöpfung Gottes war alles Neue. Und ich habe die Leute und alles mit der Friede und Freude betrachtet. Und mit anderen Augen. Und das war wirklich ganz wunderschön. Und der beste Moment in meinem Leben, also das ich bis je erlebt habe. Und dann kommt, wo ich anerkannt wurde, wo ich die Ausbildung geschafft habe und eine Arbeitsstelle. Und das gehört auch dazu. Aber das Beste ist es, genau, dass ich Christ geworden bin und Gott kennengelernt habe. Das war das beste Moment. Und dann kamen alle anderen Sachen hinterher. Was glaubst du, wie sieht deine Zukunft aus? Also so zu sagen, wie sich das entwickelt, ich hoffe nur das Beste. Es wird nur besser gehen.
Ich habe jetzt, was fehlt mir jetzt? Ich arbeite, Deutschland ist gut für mich, ist ein gutes Land und man kann auch hier alles schaffen. Ich arbeite, verdiene mein Geld und habe meine Wohnung und ich bin glücklich und mir fehlt nur noch eine Familie. Ich möchte jetzt eine Familie gründen. Und ich warte auf meinen Prinz. Und ja, ansonsten, ich bin glücklich und froh. Mir mangelt es jetzt nicht, außer nur eine Familie zu gründen. Und ich bin froh, hier in Deutschland zu sein. Und es läuft alles gut. Und ich hoffe auch, für die anderen wird alles besser sein und gut laufen. Was ist denn dein persönlicher Wunsch für die Zukunft? Was wünschst du dir? In welchen Bereich? Für dich, für die Welt, für Newcomers? Ja, ich. Für deine Familie? Also, ja, was ich mich wünsche, ist es, dass meine Familie, dass ich mich mit meiner Familie, also ich habe mich schon mit meiner Familie versöhnt, aber ich will nur, dass wir diese Beziehung wieder haben, die wir damals hatten, oder wenn möglich nur eine tiefste und stärkste Beziehung haben. Und dann wünsche ich mir, ja, ein schönes Leben, dass es alles so gut klappt und dass ich also hier in Deutschland auch weiterhin klarkomme in allen Bereichen, in Lebensbereichen, dass ich mit meinem Leben klarkomme, mit auch mit den Leuten und dass ich in Frieden halt leben kann. Aber vor allen Dingen mit meiner Familie, dass alles gut klappt, das wünsche ich mir so sehr, dass es wirklich alles gut wird, wie es vorher war. Das ist mein Wunsch. Warst du politisch aktiv oder bist du es? Eigentlich, nee, nicht. Ich bin nicht politisch aktiv. In meiner Heimat habe ich gewählt und ja, aber so, ich interessiere mich nicht so ganz mit Politik. Nicht so ganz. Aber ich bin auch nicht dagegen. Ja. Was sagst du denn, oder bekommst du das mit? Was sagst du denn zu der Flüchtlingspolitik und vor allem auch zu dem Bestreben, von einigen Politikern Menschen auszugrenzen und gar nicht nach Deutschland zu lassen? Ja. Also Menschen schon auszugrenzen, für mich, also ich persönlich. Ich finde, ich bin dagegen. Die Leute, die hier kommen es gibt viele verschiedene Leute, die hier in Deutschland kommen. Manche, um halt ein besseres Leben, manche, weil sie Sicherheit finden möchten, weil in deren Heimat Kriege gibt. Solche Menschen müssen schon empfangen sein, müssen angenommen werden. Und sie mussten auch angenommen werden, weil sie hier in ihrer Heimat haben sie keine Sicherheit. Und sie kommen hier, weil sie Sicherheit haben möchten. Und ich finde gut, dass sie die Leute aufgenommen und empfangen werden. Und ja, ich kenne auch viele Leute, sie sind auch hier gekommen, weil sie Schwierigkeiten oder Religionsprobleme oder politisch verfolgt sind sie hier in Deutschland gekommen und wurden, manche wurden nicht anerkannt, wurden also zurück in ihre Heimat, also zurückgewiesen in ihre Heimat. Und man wünscht sich, dass solche Fälle eigentlich nicht vorkommen. Aber ich finde gut, wenn die hier aufgenommen werden.
Also natürlich, Deutschland kann auch nicht alle Flüchtlinge in der Welt zu sich aufnehmen. Es gibt auch andere Länder, die das auch tun. Aber ausgrenzen finde ich also nicht so ganz, finde ich nicht gut. Sollten Leute aufgenommen werden, die wirkliche Sicherheit hier suchen. Nicht die natürlich hier kommen, um halt also das Land in Unsicherheit zu bringen und in Unruhe zu bringen. Solche Menschen ja sollen nicht hier empfangen werden, die halt kommen, um Krieg hier und Unruhe zu schaffen. Solche Menschen sollen nicht empfangen werden, aber sondern die hierher kommen, um Sicherheit zu finden, ja. Was vermisst du am meisten? Ich vermisse, meine Familie für mich ist am meisten und meine Freunde auch. Meine Freunde, ja, dass es damals, wie es damals ist, denke ich immer darüber nach. Ich bin mit meinen Freunden umgeben, mit meiner Familie. Ich will, dass es sein wie damals, dass es wieder schön ist und meine Umgebung, also so, die fehlt mir. Also Guinea fehlt mir halt, meine Familie und Bekannte und Freunde, das fehlt mir. Wahrscheinlich auch die Sonne, oder? Ja, die Sonne, na klar, die Sonne und die Sonne, das warmes Wetter, das fehlt mir auch vor allem. Ja. Und die Spezialitäten, die guineische Spezialitäten fehlen mir auch, weil einige Spezialitäten findet man auch nicht hier in Deutschland. Afrikanische Spezialitäten nur in Guinea da oder in Frankreich. Und da ist weit weg, man kann nicht nur deswegen hingehen. Und solche viele Sachen fehlen mir schon. Nicht Muttersprache wahrscheinlich, aber Amtssprache in Guinea ist ja Französisch. Muttersprache auch? Muttersprache ist Pula. Es gibt viele verschiedene Volksstämme, Volksgruppen. Aber ich gehöre zu den Fulbe. Ja. Okay. Und wie kam es, dass du nach Deutschland gegangen bist, nicht nach Frankreich? Weil dort hättest du dich leichter verständigen können. Ja, aber hier war schon. Habe ich schon hier Hilfe empfangen, die mir geholfen haben zu flüchten, waren deutsche Missionare. Und deswegen haben sie einfach gesagt, du kommst halt in Deutschland. Und ich hatte schon, in meiner Heimat hatte ich schon angefangen, Deutschunterricht zu bekommen. So, ich konnte schon ein paar Worte sprechen. Und wie Begrüßungen und ja, sagen, was man fühlt. So paar Wörter, paar Sätze konnte ich schon formulieren. Das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr provokative Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, die ist nicht böse gemeint. Letztlich sind ja die deutschen Missionare schuld, dass du geflohen bist, oder? Nee, sind sie nicht schuld. Die sind gar nicht schuld und das sehe ich auch nicht so und ist mir nie auf dem Kopf so also gefallen. Sie haben mir geholfen und haben unterstützt. Ich habe den also darüber angesprochen, dass sie mir helfen, weil ich will nicht mehr. Wollte nicht mehr unter diesen Bedingungen in der Familie weiterleben. Und dann ich persönlich habe ich den um Unterstützung gebetet und dann haben sie also mir also geholfen. Da haben sie also organisiert, alles organisiert und dann mir geholfen. Ja. Aber sie sind denn überhaupt nicht an nichts schuld. Nee, nee, nee. Sie haben nur unterstützt und geholfen. Und wenn sie da nicht gewesen wäre, wahrscheinlich wäre ich immer noch da. Vielleicht wäre ich wieder Muslim. Wer weiß.
Das wäre für mich die Rolle gewesen, zu sein, gezwungen zu sein, was man nicht sein möchte. Und ja, ich hätte vielleicht, natürlich hätte ich meine Uni weiterhin beendet, mein Studium weiterhin beendet, aber nicht glücklich gewesen. Ich hätte auch natürlich direkt nach der Uni wieder hin in meine Familie leben müssen, zusammen mit meiner Familie leben müssen. Ja, wenn ich keine Arbeit gefunden hätte, dann wäre ich zurück zu der Familie gewesen. Und dann musste ich ja etwas praktizieren, was ich nicht also haben möchte. Das wäre für mich kein schönes Leben gewesen. Das Stelle habe ich mich nicht vorgestellt, also so zu leben. Und ich bin Gott dankbar, dass es diesen Hilfe gab und dass es soweit, also dass es jetzt bis jetzt so weit gekommen ist. Waren deine Eltern denn sehr strenggläubig? Also musstest du zum Eigentlich Glauben? nicht. Eigentlich meine Eltern waren keine Strenggläubige. Natürlich glaubte er und betet und macht alles, ja, was die Religion sagt, aber streng glaube ich so nicht, weil meine Mutter war auch nicht verschleiert und sie sind keine radikale Muslim und ja, die waren locker, aber nur, auch wenn sie locker waren, sie erlauben nicht, dass man wechselt. Man wechselt nicht einfach so und dann bleiben sie ruhig und tun nichts. Nee, sie machen immer was. Sie machen immer was. Auch wenn sie nicht streng gläubig sind. Hast du irgendwann mal miterlebt, dass jemand, den du kanntest, konvertiert ist zum anderen Glauben? Dass die Person dann bestraft wurde von der eigenen Familie? Ich kenne eine, ich habe die Situation persönlich nicht erlebt, aber ich kenne einen Pastor aus meiner Volksgruppe, der ist auch ja konvertiert zum Christentum gekommen und hat er dann Ärger mit seiner Familie. Sein Bruder wollte ihn sogar umbringen und er hat auch schwierige Zeit erlebt. Aber da er ein Mann war und schon erwachsen und ja, stand auch auf eigene Beine, konnte sich sein Leben allein leisten. Er war nicht von seiner Familie abhängig und hat er natürlich viel, also unter Druck, aber nicht so viel wie die Mädchen da, weil er ein Mann ist. Die Männer leiden etwas wenig darunter als die Frauen. Genau, ich kenne eine, aber die Situation habe ich persönlich nicht, also habe ich nicht gesehen, wie er leidet, aber er hat mir schon uns alle berichtet, wie das auch für ihn schwierig war. Aber die Mädchen leiden da sehr häufig runter als die Männer. Ja, vor allen Dingen, wenn man auch von der Familie auch abhängig ist. Genau, manche, du bekommst kein Essen. Wenn du nicht wechselst. Sie fangen etwas mit etwas Leichtes an. Und wenn man weiterhin kämpft und sagt, nee, ich bleibe dabei, ich will nicht wechseln. Und dann ja, fangen sie mit Körperverletzung, manche bedrohen selber mit Tod. Aber ich habe noch nicht erlebt oder gehört, dass eine da wegen seiner Religionswechsel umgebracht wurde. Aber ist es schon möglich? Kommt darauf an, wie die Familie radikal ist. Aber persönlich habe ich nicht erlebt. Vielleicht eine letzte, ich würde sagen, das ist jetzt die letzte Frage. Wovor hast du Angst? Ich habe eigentlich vor nichts habe ich Angst. Ich habe vor nichts habe ich Angst. Ich fürchte nur Gott. Aber ich habe Angst vor niemandem, auch nicht mal vor den Menschen
oder vor Unruhe oder vor irgendwelche Sachen. Ich finde Sicherheit bei meinem Gott und ich weiß, mir passiert, wird nichts passieren, das er nicht weiß. Und er ist meine Sicherheit, mein Schutz. Und deswegen, ich habe nichts Angst. Ich habe nichts Angst, auch nicht mal von den Menschen. Ich habe nichts Angst von niemandem, der sagt, er will mich umbringen. Ich weiß, man kann mich nichts machen, ohne dass Gott das zulässt. Also ich glaube daran, er ist mein Schutz. Ich habe nichts Angst vor nichts. Mann, hast du noch eine Frage? Nein. Okay. Gibt es irgendetwas, was du vielleicht noch erzählen möchtest, was wir jetzt nicht gefragt haben, worüber wir nicht gesprochen haben? Irgendetwas? Glaube nicht, nee. Glaube nicht. Warum? Warum? Ach so, was ich erzählen? Irgendetwas anderes? Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Deswegen, was ich sagen soll, fällt mir nichts ein. Nee. Ich habe am Samstag eine Frage gestellt, die fällt mir jetzt gerade noch ein mit einem anderen Interviewer. Bist du schon mal von der Polizei kontrolliert worden und Ach warum? so, ja. Ich bin noch nicht von der Polizei kontrolliert worden, Gott sei Dank. Nee, ich habe noch das nie erlebt. Aber ich habe schon, ich war mit einer von meinen Landsleuten zusammen. Ich war damals in Heim, genau, in Hörstel. Es ist eine kleine Stadt. Wir wollten eine afrikanische Spezialität zusammen kochen. Und wie nennt man die Sachen, was wir dafür brauchen, konnten wir nicht in Hostel finden. Es ist eine kleine Stadt. Da gab keinen Afro-Shop. Und dann sind wir hier in Osnabrück gekommen. Und dann, ich war mit ihm zusammen. Sie sind beide, also wir hatten unseren Aufenthaltstitel nicht. Wir haben nur unseren kleinen Ausweis aus Papier so. Und dann ist die Polizei gekommen, hat ihn kontrolliert. Ich war mit ihm zusammen, aber sie haben mich nicht kontrolliert. Warum habe ich mich die Frage gestellt? Aber er hatte mich dann häufig berichtet, dass er kontrolliert wird. Und nicht nur der, ich höre auch im Fernseher und von vielen anderen Leuten, sie berichten, dass die viel, viel kontrolliert werden, von der Polizei viel kontrolliert werden, wenn sie nur sehen, dass man da ist und sie kommen und fragen nach dem Papier. Und einige sogar sind hier geboren und aufgewachsen, werden aber trotzdem nach de deren Papiere gefragt, weil die unterscheiden das nicht. Und ich weiß jetzt nicht, warum das zustande kommt, warum man die anderen nicht kontrolliert, nur speziell auf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig und komisch und frage mich, warum das so geschieht. Aber ich wurde nicht kontrolliert. Ich wurde noch nie kontrolliert. Also nur männliche Begleiter, aber du selbst nicht. Ich habe das nur einmal erlebt, wo ich mit ihm zusammen war und dann wurde er da kontrolliert. Aber ansonsten, ich bin noch nicht kontrolliert worden. Oh, die Leute, die mit mir zusammen waren, oh, Männer oder Frauen, sind nicht kontrolliert worden. Ich auch nicht. Habe ich noch nie erlebt. Aber viele haben erlebt. Aber glauben, die Männer erleben das mehr als die Frauen. Die Männer häufig.